Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, ich drehe euch heute mal ganz brandaktuell neu den DM-Haul ab, weil mein Paket gerade gekommen ist. Und würde sagen, wir labern gar nicht lange rum, sondern starten gleich. Einmal habe ich mir hier so eine Aufbewahrungs-, wie nennt man das denn, Box bestellt. Die hat so einen weißen Stoff. Ich sehe gerade, hier ist er auch schon ein bisschen lädiert. Kann auch sein, dass es nur so gehört. Also hier ist halt so ein leichter Knick drin. Ich glaube, ihr zahlt da, ich weiß nicht, 4 oder 5 Euro auf der DM-Seite. Ich kann euch die Preise leider nicht sagen, weil ich mich versucht habe, in mein E-Mail-Konto auf dem iPad einzuloggen. Aber das, ich und Passwörter, funktioniert gerade nicht. Deshalb müsst ihr ohne Preise auskommen. So, als nächstes kam einmal von DM Bio so eine vegetarische Tomaten- oder Bolognese-Soße mit. Ich schätze mal, die ist irgendwie mit, weiß nicht, Soja oder sowas. Oder mit Gemüse, weiß nicht, wenn es vegetarisch ist, mit Gemüse, keine Ahnung. Ich wollte die mal probieren. Ich finde es irgendwie nicht schlecht, wenn man immer mal sowas im Vorrat hat. Ich glaube, die kostet, ich weiß nicht, 1,95 oder sowas. Und dann kam hier noch mal eine Tomatensoße mit Kräutern. Dann haben wir von Dresdner Essenz ein Schaumbad. Ich gehe nämlich gerade so gern baden und meine Badesalze gehen mir langsam zu Neige. Es riecht sehr weihnachtlich nach irgendwie Mandarine und Zimt. Also riecht echt nicht schlecht. Vor allem, ich dachte mir, ich nehme mal einen Badeschaum mit, wo man vielleicht ein bisschen länger was davon hat, wie immer diese Badesalze, womit man nur, also ich weiß nicht, ich nutze die immer nur einmal. Ihr könntet damit bestimmt auch dreimal baden, wenn ihr da weniger in die Wanne macht. Aber ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn das Zeug dann offen rumsteht. Deshalb wird es bei mir immer auf einmal benutzt. Dann kamen von Enoikal, heißen die glaube ich, so Ingwer-Shot-Bonbons mit. Die sind mit Ingwer, Kurkuma, ich glaube, Hauptbestandteil sind Ingwer und Kurkuma. Und da probieren wir jetzt gleich mal an, weil die haben irgendwie angelacht. Und deshalb mussten die mit, und vor allem Enoikal ist auch immer ohne Zucker. Das ist mir bei Bonbons immer wichtig, und die haben so eine Ingwerfüllung innen drin. So sehen die Bonbons aus. Sie sehen jetzt aus wie von dem zwei, diese Orangen- oder Zitronenbonbons. Oh ja, also man schmeckt den Ingwer raus. Also wenn es Leute unter euch gibt, die Ingwer nicht mögen, lasst die Finger von den Bonbons. Da fällt mir ein, ich hätte die vielleicht zum Schluss probieren sollen und nicht zwischendrin. Dann kam einmal Zewa Küchenrolle mit. Ich wollte eigentlich das günstige haben, aber die sind, weiß nicht, anscheinend neu. Ich weiß jetzt aber nicht warum. Also die Tüte ist hier schon kaputt, also die sehen eigentlich ganz normal aus. Eigentlich wollte ich mir immer, ich habe mir, glaube ich, in einem meiner ersten DM-Hauls diese Rollen gekauft, wo hier keine Hülse dran ist. Nur leider sind die ständig ausverkauft. Also ihr kriegt da halt nur eine Rolle für, ich weiß nicht, wie viel die kosten, 1-2 Euro. Klar ist es relativ teuer, aber ich finde die echt praktisch, weil die halten euch also doppelt so lang wie jetzt hier so eine Rolle. Ich frage mich jetzt trotzdem, warum der Karton so schwer ist. Dann kam einmal Aluminiumfolie. Heißt es so? Ja, Aluminiumfolie mit, weil unsere fast leer ist. Und da lag es aber nicht, dass das Ding so schwer war.
Dann habe ich hier so Taschentücherboxen bestellt, habe ich Schatzi gestern eine auf den Nachttisch gestellt und ich finde die so cool. Ich habe das gar nicht gesehen beim Kaufen, dass hier so Sprüche draufstehen für Kinder und auch hier so um die ganze Box rum. Das ist richtig cool. Auf der letzten stand nämlich, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Und hier steht drauf, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Also scheinbar ist es dieselbe, die ich letztes Mal aufgekauft habe. Ich fand die, ich weiß nicht, die hat mich vom Design so angesprochen. Ist zwar sehr kindlich, aber ja, es sind Taschentücher drin, sie erfüllt ihren Zweck. Dann einmal Müll. Dann habe ich einmal für Schatzi dieses Strong Power Haarshampoo gekauft. Ich kaufe das nämlich lieber bei DM, weil da kriegt ihr diese 400 ml Flaschen und nicht die, ich weiß nicht, was sind normal drin, 250 oder sowas. Ach, das riecht gut. Wobei ich das, glaube ich, lieber als Duschgel verwenden würde. Dann der Gegenspieler dazu, einmal Duschgel. Riecht auch gut nach Mann halt. Mein Schatz ist da eh langweilig. Der benutzt eigentlich, seitdem ich ihn kenne, immer hier dieselben beiden. Das Einzige, womit man ihn vielleicht noch ködern könnte, Hugo Boss. Dann habe ich mir hier einmal einen Minze-Ingwer-Tee mitgenommen. Ich habe ja noch nicht genug Tees. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat der mich angesprochen. Und da ich gerade so gerne Ingwer trinke, Ingwer esse, musste der mit. Dann habe ich seit langem mal wieder dran gedacht und mir hier Hafer Cuisine mitgebracht. Das nehme ich ganz gerne zum Kochen, weil mein Schatz die Sahne nicht so verträgt. Da ist das eine ganz gute Alternative, finde ich. Wobei wir jetzt auch mal laktosefreie Sahne gekauft haben. Mal gucken, ob die besser ist. Und dann kamen einmal Bratapfel-Cookies mit. Die auch mal probieren. Oh, ich habe jetzt das Bonbon im Mund. Ach Gott, sind die süß. Also die sind so mini, mini, mini klein. Also ich glaube, da sind jetzt, keine Ahnung, 6, 7, 8 Stück drin. Finde ich für den Preis ein bisschen wenig, weil ich glaube, die haben über 2 Euro gekostet. Da finde ich, könnten sie auch mal größere Packungen mitnehmen, aber die kommen gleich in meine Handtasche, die werde ich mir morgen, glaube ich, zum Snacken ins Büro mitnehmen. Dann kamen einmal OBs mit. Wer mich kennt, länger verfolgt, weiß, dass ich diese mit diesem Einführapplikator nehme. Ah, jetzt weiß ich, was da so schwer war. Krass. Einmal kam hier von Weißer Riese Waschmittel mit. Ich dachte eigentlich, dass das eine kleine Packung wäre, aber 50 Waschladungen. Ja, erklärt, warum die Packung so schwer war. Jetzt gucken wir mal, wie das riecht. Das war nämlich oder ist auch neu im Sortiment. Kostet, glaube ich, zwischen 7 und 8 Euro. Finde ich, ist für die Größe okay. Also ich finde, das riecht wie das Korallwaschmittel. Riecht nicht schlecht, aber ich, sorry, der immer, aber ich dachte da, das hat einen besseren Geruch. Dann habe ich mir von Shea mir hier nochmal so Notizblöckchen mitgenommen. Das sind Haftnotizen in verschiedenen Farben. Finde ich nicht schlecht, wenn man die immer mal da hat, weil ich mir doch auch mal ganz gern, obwohl ich lieber aufs Handy zurückgreife, mal schnell irgendwas aufschreibe, auf die Gefahr, dass ich es dann nicht mehr entziffern kann. Aber ja, manchmal greife auch ich noch zum Stift. Wenn man
man sich das eigentlich abgewöhnen sollte, ne? Dann habe ich mir mal gedacht, ich kaufe mir mal diese Bienenwachstücher. Das Witzige ist, ich habe gestern mit Schatzi Galileo geschaut und da hatten sie es genau von diesen Tüchern. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn man die benutzt hat, wie macht man die wieder sauber? Und die haben jetzt gesagt, man muss die einfach nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser abspülen. Und da habe ich mir schon gedacht, warum habe ich mir die nicht bestellt? Aber ich habe es offensichtlich doch getan. Ich weiß nur nicht, ob ich so überzeugt von den Tüchern hier sein werde. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber folgt mir da auch gerne auf Instagram, da gebe ich euch Feedback dazu. Dann habe ich mir hier nochmal so eine Nachfüllflasche bestellt, was mich gerade irritiert, warum sich dieser Kopf hier so dreht. Ich weiß nicht, ob das bei der anderen auch so war, aber naja, macht nichts. Und habe mir dazu, glaube ich, auch nochmal passend so Nachfülltabs bestellt. Einmal für Badreiniger und einmal für Küchenreiniger. Genau, das sind diese hier. Ihr zahlt da pro Tab, glaube ich, weiß nicht, 1,95 oder weniger. Ich weiß es nicht genau. Also ich finde es eigentlich echt nicht teuer, wenn ihr überlegt, dass ihr einen Tab für so eine ganze Flasche habt. Und ihr könnt die Flasche ja wiederverwenden. Und bei herkömmlichen Putzmitteln schmeißt ihr die Flasche weg, obwohl die eigentlich noch gut ist. Deshalb will ich jetzt auch mal nach und nach auf diese Tabs hier umsteigen. Und wenn es das jetzt schon in der Drogerie gibt, kann man das Angebot doch wahrnehmen. Dann kam hier auch nochmal von Dresdner Essenz ein Badesalz mit. Und das riecht richtig, richtig lecker. Also ich rieche schon durch die Packung, das riecht so richtig schön nach Kirsche. So Kirsche, Vanille. Das hat mich auch irgendwie vom Design her angesprochen. Dann habe ich nochmal eine Tomatensauce Classic mitgenommen. Ich werde die jetzt nicht nur für Spaghetti oder sowas oder für Pasta verwenden, denn die kann man auch in meinen Augen als, weiß nicht, passierte Tomaten oder so einfach nehmen. Deshalb habe ich die auch mitgenommen. Und hier nochmal in Arrabbiata-Variante. Da ich gerade voll auf Tortellini stehe, kam einmal Tortellini mit Gemüsefüllung mit, weil die kriegt man bei uns beim Rewe nicht. Da kriegt ihr entweder mit Käsefüllung oder halt mit Fleischfüllung und die mit Käse schmecken mir nicht so gut. Da finde ich die Gemüsevariante besser, deshalb habe ich mir die auch nochmal mitbestellt. Und vor allem, ich finde, die sind so gut eingepackt, die könnt ihr auch locker einfrieren. Also schön war hier nochmal eine Taschentücherbox. Bei meiner letzten Bestellung habe ich nämlich nur eine bekommen. Ich weiß nicht, ob es da wieder so eine Begrenzung gab, dass man nur eine bekommt oder ob die es vergessen haben. Keine Ahnung. Diesmal waren es zwei. Dann hat Balea eine Limited Edition von Gesichtsmasken. Da habe ich mir diese Variante hier ausgesucht. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich kann es euch nämlich leider nicht vorlesen, was da drauf steht. Aber die habe ich mir auch hauptsächlich, ich weiß nicht, da hat das Design wieder eine Rolle gespielt. So. Dann ist hier noch ein schöner Prospekt drin. Mit schönen Produkten für die Weihnachtszeit oder so, keine Ahnung. Ich habe bei DM, glaube ich, 54 Euro oder sowas ausgegeben. Weiß es nicht mehr ganz genau. Und der Grund, warum das Paket so sauschwer war, lag echt an diesem Waschmittel, weil viel habe ich jetzt echt nicht bestellt. Das war es nämlich schon. Ja. Wenn euch solche DM-Holz gefallen, gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben. Lasst auch mal gerne einen Kommentar da, was so eure Lieblingsprodukte bei DM sind. Und
Wenn ihr so Feedbacks haben wollt zu den Produkten, die ich benutzt habe, drehe ich euch da auch in regelmäßigen Abständen mal ein Aufgebraucht-Video. Oder folgt mir da auch gerne auf Instagram. Ich heiße da melinka_melinka_. Blende es euch auch hier nochmal ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.